Unser Lager ist fertig. Müssen wir bloß noch alles nummerieren und favorisieren und liken. Quatsch. Ja. Sortieren. Also mein Like hat es auf jeden Fall schon nochmal nicht. Was? Entschuldigung. So, jetzt rufe ich das Feld auseinander, okay. Jetzt reicht's mir. Jetzt gehe ich hier Wage. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Pupsi. Gut, ich glaube, ich mache einen Weg aus Stein. Mhm. Soll ich dazu Rhyolith nehmen? Der schaut so scheiße aus. Ich werfe mal einen Blick hier hinter. Das Holz ist auch komisch. Ich mache aus Blauschiss. Reichen 19? Nein, ich glaube nicht. Hey, Blauschiss. Haben wir noch andere Steine? Basalt, Cobblestone, Grauwacke, Limestone, Marmor. Am meisten haben wir Blauschiss, also mache ich es einfach mal aus dem. Okay. Ich habe Eisen gefunden. Eisen? Sehr gut. So, wie viel werde ich brauchen? Ich mache einfach mal einen Haufen. Also ja, ich mache einen Haufen vor die Tür. Oh, machen wir wieder. Oh nein, das riecht doch. Oh. Unser ganzes Fundament besteht aus Scheiße, also reg dich nicht auf. Das hat dich auch nie gestört. Oh, ich muss dringend was essen. Ja, das war blauer Schiss. Zucchini. Da sah ich so ansehnlich aus. Ja, mein Schiss ist nur grün. Solltest du mal zum Arzt gehen vielleicht? Würde ich dir so empfehlen. Vielleicht liegt es auch an dem ganzen Grünzeug, was ich gerade esse. Ich pflück mir gerade ein paar Äpfel. Ich bringe dir ein paar Äpfel mit. So, Äpfel? Ja. Ich pflück das ist lieb von dir. Hoffentlich ist er nicht vergiftet. Die Lache, ich Nein. weiß schon genau. Ja, wir haben eigentlich immer mal durchgezogen. Deswegen bitte jetzt im Chat nicht verraten. Poison Mushroom Powder. Poison Powder. Ich möchte einen kandierten Apfel. Ich habe eine Möglichkeit herausgefunden, wie ich Äpfel kandieren kann. Kandieren? Hast du ja. Zucker oder braucht man keinen Zucker dafür? Braucht man nicht. Ich ziehe mir das einmal an der Kimme durch. Ja, dann. Das ist lustig. Gerne. Scheiße. Was ist passiert? Würde ich sagen, dass ich mich verlaufen habe, aber ich glaube, ich habe mich verlaufen. Wie kannst du dich verlaufen? Du warst gerade mal 2 Minuten weg. Soll ich dich holen kommen? Nein, ich folge jetzt gerade diesem einen. Ich kenne die Umgebung da recht gut. Ich bin schon viel herumgelaufen. Vor 8 Monaten oder so. Ich hab's. Okay. Au. Ich habe was. Pass auf, du kommst auf der Seite nicht mehr raus. Weil ich da alles mit Slaps gemacht habe. Verdammt, man kommt raus. Ach, scheiße. Ich habe gehofft, die haben das nicht geändert. Wolltest du mich ersaufen lassen? Nein. Wie hast du denn Analapfel? Lass dir schmecken. Das ist ein Pfirsich, du Idiot. Was? Das ist oh! Das ist, ich dachte, das wäre ein Apfel. Kann man ja mal verwechseln. Am Baum sah es aus wie ein Apfel. Scheiße. Pfirsich und Äpfel kann man auch einfach überhaupt nicht unterscheiden. Ja, das ist schwierig immer. Wie wollte ich das da jetzt machen? Ich habe da mach schon mal Salz was überlegt, das ist auch schon ein paar Salz Monate her. Da kommt Wein. Da kommt ein Weg wieder. Das heißt, ich mache da wieder Blauschiss. So. Würde natürlich viel cooler ausschauen, wenn das alles mit Steinziegeln wäre. Kann man eigentlich Ziegel machen aus Blauschiss? Das würde mich interessieren. Ich versuche das schnell. Wir haben ja mehr als genug Kohle. Ich mache es dann mal weniger. Womit bauen Ziegen ihr Dach? Aus Ziegeln. Badumts. Ey, der war doch so. Komm, so ein bisschen gut war der schon. Ja. Du, ja. Voll ganz stark. Lass ja, mir den Melli, Glauben. Hallöchen. Was? Melli, komm, hilf mir mal, der war doch gut.
bauen ihr Haus aus Ziegeln. Ich meine, ich glaube, die Melli dir da weiterhelfen kann. Boah. So, ich hoffe, ich weiß noch, wie man... Ist das richtig? Carpenter's Gate. Nein, das ist nicht richtig. Wie mache ich Carpenter's Fans? Weißt du das zufällig? Nee. Also, Michaels so Rezept ist bei vielleicht? Mir ganz schlecht. Auch nicht. Hm. Dann muss ich da tatsächlich nochmal schauen. Ja, war auch gut. Ha, siehst du? Carpenter's Barrier heißt, okay. Ach, nur ein Stick, okay. Nur ein Stick auf jeder Seite. Er geht jetzt nicht drauf ein, damit er seine Niederlage nicht eingestehen muss. Also, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, der Lee ist jetzt gerade offline, wie es ausschaut. Ich höre ihn jedenfalls nicht. Am Arsch. Also, für den Spruch, dafür, dass ich gerade schon Probleme hatte, dafür baue ich mir jetzt mein eigenes Zimmer hier. Ich nein! Die nächste Nacht Puxi. Ganz alleine schlafen. Doch. Ganz es tut mir leid. Schlafen. Ich überschmeiß dich mit was kann ich auf dich schmeißen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann dich vollkacken. Das ist das Beste, was ich habe. Komm wieder! War noch jede Nacht. Fällt dir nicht auf, dass ich gerade unser Haus auseinander rucke? Du stehst an der Buchse und gehst wieder raus. Du musst nur aufpassen, dass da dann kein Loch drin ist. Es soll trotzdem noch eine Bergbude sein. Das heißt, hinten sollte man nicht zu viel vom Haus sehen. Nee, das verbaue ich dann wieder alles schön mit Erde. Sehr gut. Das ist nämlich damit, wenn wir auf Reisen sind und von der Rückseite kommen, 10-mal am Haus vorbeirennen und uns nicht finden. Genau, die beiden Humpelmänner. Ist dann lustiger. Meinst du? Ja. Scheiße, ich sehe gar nichts. Ich kann natürlich Fackeln nehmen. Dynamic Lighting. Das sollte ich vielleicht auch aufmachen. Gleich. Ja gut, dann gehen wir schlafen. Warte ganz, ich brauche nur noch ganz kurz. Zack. Melli! Melli, hallo. Alter, wie du gerade ins Bett gehechtet bist. Ich kann dich voll kacken. Akku 2017. Hey, das ist mein Bett. So, jetzt kann ich dich wieder voll kacken. Ich hab gerade die ganze Nacht durchgehend gekackt. Es tut mir leid. Ich gehe dann nochmal und schäme mich. Aua! Wofür war der? Du hast dir den Finger an der Tür geklemmt, das brauche ich nicht. Weil du mich die ganze Nacht eingekackt hast. Das ist Carpenter's Barrier. Ich habe noch einen Hammer. Das ist doch der Hammer. Gut, wie geht das? Die Bevölkerung in Afrika. So geht das. Was? Entschuldigung. Nix! Den Witz wiederhole ich nicht. Ich frag mich. Der war nur nicht. So ein bisschen gemein. Nein. Mach ich Dreier Abstände oder Zweier? Und Dreier ist doch geil. Eins, zwei. Oh, ich hab Eisen. Du willst einen Dreier machen? Das ist gut. Ich mach gerade einen Dreier alleine. Lass dich. Weißt du, genau deswegen baue ich mir jetzt mein eigenes Zimmer hier. Nein. Aber Lee, erinnerst du dich? Ey, jetzt freut sich immer, dass ich Zeit. Da bin. Natürlich, Melli. Bei dir freue ich mich immer. Was? Was? Welche Zeit? Die Zeit damals, als alles noch in Ordnung war mit uns. War es das jemals? In unseren Träumen bestimmt. So. Oder müssen wir uns eingestehen, dass wir Probleme hatten? Werf mir eine Schaufel weg, ich Idiot. Oh. Wow, das sind Minecraft-Skills auf einem neuen Niveau. Was ich da gerade aufführe, ich habe keine Ahnung. Übst du gerade von der ESL, wenn es hier mal für Minecraft gibt? Minecraft ESL, ja. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, ich mache... So kriege ich. Wo ist mein Schatz? Weißt du das vielleicht? Leider nicht. Aber dein Schatz? Von dem gehört. Dein Schatz ist gerade da. Wie bei dir? Ja, ich bin dein Schatz. Weißt du das nicht mehr? Nicht mein Schatz. Ja, du bist mein Schatz. Nein, Mellis Schatz. Mellis Schatz? Ja, der ist woanders. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut bemerkt, Sherlock. Ja, das. Ich habe so Fähigkeiten, dass ich Dinge sehen kann, die andere nicht sofort sehen. Und das ist eine Sache, die ich gesehen habe, ja. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Ja, dann... Damit war ich auch schon bei der Supertalent, aber Dieter Bohlen hat mich niedergemacht. Ja, weil der neidisch war. Das ist der einzigste Grund. Ja. 100 Pro.
Er ist immer neidisch auf die Leute, deshalb hasst er sie. Er ist ein Hater, der vor YouTube existiert hat. Ja, der ist der Schub als Hater. Was war das? Ja. Hab ich gerade durch 3,5 Höhe Schaden genommen? Was ist das? Ich hab mir auch schon mal auf die Fresse gelegt. Was? Ah, genau. Ich wollte schauen, ob ich... Ich renn gerade die ganze Zeit hin und her und mach gerade nichts wirklich Produktives. Blue Schist. Okay, kann ich daraus jetzt vielleicht Ziegel machen? Der Lucius hatte Lucius. Kennst du das Spiel Lucius? Ja, es funktioniert. Ja, Lucius. Und Lucius 2. Was genau, eigentlich total scheiße Lucius war. Der erste Teil war ganz in Ordnung, aber der zweite... Ja, der zweite war Müll. Der war einfach Schrott. So, jetzt bin ich gespannt, wie das ausschaut. Ja... Ich weiß nicht. Passt auf jeden Fall zu unserer Porno-Villa, aber... Ja komm, dann haben wir halt auch einen pornösen Weingarten. Ja, Weingarten. Nichts zu fressen, aber Hauptsache Weingarten. Ja du, Weingarten, du kannst die Trauben essen, deshalb mache ich den ja. Ein Feld kann jeder machen. Ich dachte für Was ist das? Gras, okay. Ich habe gerade Gras gefunden, falls du Bedarf hast. Ja, das brauche ich lang mittlerweile. Alkohol. Ja, habe ich mir gedacht. Wir müssen dringend solche Drogenpilze finden, aber ich glaube, die findet man nur in so dichten Wäldern. Ich weiß nicht. So, und da noch mal. Oh nein, das geht nicht. Eine Höhltour müssen wir unbedingt mal noch machen. Ja, wir brauchen dringend Rohstoffe. Ach. Komm, ich mach deinen Weg draus, das passt schon. 20 Minuten die SOS-Chain. Tut mir leid, Shocksplays. Ich weiß nicht, was du damit... Ich kenne mich mit Pokémon nicht aus. Da haben wir ja keine richtige Decke. So, ich brauche noch mehr von dem Zeug. Das war eine kaputte Spitzhacke, habe ich recht? Nee, Axt, das war gerade so passend. Die Axt geht kaputt und die in der Hintergrundmusik... Bum. Wie so eine Erkenntnis, so wie... Oh nein. Ist kaputt. Was hast du eigentlich für Hintergrundmusik? Axt. Gaming-Soundtracks gerade eben, glaube ich. Okay, also ich auch. Ich habe auch Gaming-Soundtracks, aber eher ruhigere. Gears of War, Halo, Beyond Two Souls, alles mögliche. Zelda. Ich habe übrigens auch Alan Wake-Soundtrack drinnen. Oh. Ich habe nämlich meine Playlist erweitert auf mittlerweile 100 Lieder. Und 5 Stunden Spielzeit. Welche Alan Wake-Soundtracks? Die orchestralen oder die, ich sag mal... Einen orchestralen, Alternative Rock. Okay. Sieht auch schön. So, dann habe ich noch Barriers. Ich müsste noch welche haben. Genau. Und... das geht sich nicht so ganz aus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, perfekt. Wird zwar nicht 100% symmetrisch, aber es schaut, glaube ich, trotzdem ganz nett aus. Ich habe ein Ditto so geschwächt, dass es Hilfe ruft und es hat sich in... Was? In Farbigel verwandelt und es kann mich nicht killen. Und ich nutze einen Zitterorb. Was? Wow. Ich habe gerade kein Wort verstanden. Es ist wie eine Fremdsprache für mich. Lee, kannst du es übersetzen? Er war beim Angeln. Er hat sich dann den Angelhaken in den Zeh gehauen. Dann kam ein Zitteraal. Ja. So weit bin ich auch noch mitgekommen. Weil es ja ein Aal war. Ja. Und der Haken steckt immer noch im Zeh. Und er kann aber nicht sterben, weil es ist ja bloß ein Haken im Zeh und nicht... Okay, das mit dem Haken im Zeh habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe gewusst, dass er sich den Haken wo reingerammt hat, aber ich habe gedacht, es ist ein anderer Zeh gewesen. Ja. Vielleicht war es ja der Zeh von Manuel Neuer. Das wäre scheiße. Da wäre ich dann auch so ein bisschen... Oder meiner, da wäre ich so ein bisschen... Ja, würde ich jetzt nicht so gut finden. Die anderen Dittos verwandeln sich jetzt in Slimog und nutzen Memento und sterben. Wieso mischst du... Er meint Doritos. Er meint die Chipsmarke Doritos. Was?
wie kommst du auf... Ah, wegen Dittos wahrscheinlich. Ja, ich habe mir gerade nur gedacht, warum will er Mentos in Schleim reinschmeißen? Das bringt ja nichts. Mentos in Cola, ja, aber nicht in Schleim. Ja, dazu würde dann alte Doritos essen. Ja. Ja. Also, Shocksplays, wir haben es sogar verstanden, was du gesagt hast. Es ist erstaunlich, aber wir kriegen wenigstens etwas auf die Reihe. Du kannst stolz auf uns sein. Oh ja. Also das... Analysieren. Ja, mit Anal kennst du dich sowieso aus. Besser geht's gar nicht. was sagst du? Huch! What the fuck? Was sagst du zu dem neuen Final Fantasy? Was, 15er? Ich komm die Zahl nicht mehr hinterher. Ich muss sagen, ich habe mich damit ziemlich wenig befasst. Ich kann da jetzt keine große Kritik aussprechen. Ich habe nur eine Demo im Sommer mal gespielt, aber die hat, glaube ich, nicht viel mit dem Spiel an sich zu tun gehabt und die hat mir aber ganz gut gefallen. Die Platinum-Demo, aber ich glaube, das war jetzt mehr so eine, keine Ahnung, Tech-Demo oder wie man das nennt, ich weiß es nicht. Engine-Demo, denke ich mal. Ich habe das bei Funk mal geschaut, weil ich habe nur Ahnung von Final Fantasy noch nie gespielt, oh, nein. Noch nie gesehen. Und alter Schwede. Episch die Kampfszenen da gemacht, vor allem wenn so eine gigantischen Monster sind. Da gab es ein Monster, Funk war so groß, der halbe Zehennagel von einem Zeh. Also das ist Wahnsinn, wie groß da manchmal die Gegner sind und wie episch das gemacht ist mit den Cutscenes. Ja, episch ist Final Fantasy, glaube ich, schon länger. Wusste ich nicht, ich hab keine Ahnung gehabt. Aber das hat mir sehr gefallen. Wirst du nicht selber spielen wollen, aber ich schau mir das gerne wieder an. So, ich habe jetzt gerade einen Haufen Blauschiss, den ich gebrannt habe, aus Versehen in Slabs verwandelt, obwohl ich eigentlich Bricks machen wollte. Ich bin... Warum hast du deine Kacke in den Ofen gehauen? Ja, meine Kacke brennt sich gut. Und für einen Weingarten, du weißt schon, Dünger und... Ja, das passt schon. Kacke-Ziegel sind einfach das Beste. So, kann ich da vielleicht... Habe ich noch? Ja, habe ich noch. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. Passt perfekt. Als wäre es abgezählt. Charlie! Entschuldigung, lieber Charlie. Nein, ich habe keine Zombie-Quest an. Entschuldigung. Warum ist der Bot gleich als 60 Sekunden? Entschuldigung, Charlie. Und es wird schon wieder dunkel. Ich glaub's ja nicht. Generell sollte ich da mal Fackeln anbringen. Mache ich am besten da drauf. Ich glaube, das schaut ganz nett aus. Und ich bin schon wieder am Verhungern. Und ich habe fast kein Essen mehr. Ich habe noch Trauben und Pfirsiche, die du mir in den Arsch geschoben hast. Warte, wann? Wann habe ich den Trauben und Pfirsiche in den Arsch geschoben? Ich hab den einen Pfirsich mir in der Kimmel lang gezogen, den in den Zug geschmissen. Ja, das sind die Ausreden. Wow, Pfirsiche bringen einiges. Zumindest mehr als das meiste andere Zeug. Ausreden. So, Lee, magst du kurz schlafen? Ja. Ich hab... Nein. Nein. Nein, willst du es wirklich so weit kommen lassen? Oh. Ja, was wollen wir... Oh. Mich bloß hier legen. Das wäre assi, ich wollte mich eigentlich bloß hier hinten legen. Ja, ich glaube. Oh Gott, er kommt so. Doch mit rüber. Nein, ich wollte bis am anderen Ende des Raums.